Ja, hallo zusammen. Ich hoffe, ihr habt den guten Michael auf der Bühne gesehen. Michael Jackson, ein fantastischer Künstler. Die Performance ist natürlich so typisch 90er gewesen. Er hat eine irrsinnige Show gemacht. Ob das alles so auch live jetzt gespielt und gesungen war, na, lassen wir es einfach mal so stehen. Aber es waren schon damals, in einer Zeit, als man auch Konzerte besuchen konnte, war das schon ein absolutes Ereignis und er hat damals tatsächlich alle Stadien gefüllt, die Karten kosteten ein Heidengeld. Aber man bekam auch was ganz schön geboten. Er war wirklich ein toller Musiker und ist auch einer von denen, die ein bisschen zu früh verstorben sind. Ihr wisst das ja. Aber wir wollen kein Referat über Michael Jackson hören oder auch keinen Vortrag darüber. Nein, ich habe dieses Stück aus einem ganz bestimmten Grund herausgesucht. Wir sind tatsächlich immer noch in unserer Ecke Rock'n'Roll, Blues etc. etc. Warum? Warum Michael Jackson? Nun, wir müssen ein bisschen zurückgreifen. Und zwar ist es so gewesen in den Anfängen des Blueses, wo die schwarzen Musiker teilweise ihr Geld mit dem Jazz verdient haben, mit dem Blues verdient haben, in Kneipen aufgetreten sind, draußen auf der Straße gestanden haben, mit der Gitarre gespielt haben. Und meistens war es eben tatsächlich dann ein Blues, den sie gespielt haben. Und das Interessante an der Geschichte war, das war immer eine sehr kommunikative Musik. Das heißt, man sagte sich einfach, ey, du spielst Gitarre, komm, lass uns mal einen Blues spielen. So, dann hat man zusammen einen Blues gespielt, wo man sich vorher nie gesehen hat. Ja, klar, wusste man so ein bisschen, wie die Melodie, wie man singen konnte, man hat das ein Gefühl, aber die Frage war ja im Grunde genommen, woher wusste man denn ganz genau tatsächlich, wie die Abläufe bei so einem Blues waren? Dass man was von den Blue Notes schon gehört hat, hatte irgendwas, oder beziehungsweise, dass man die Blue Notes unbewusst in die Melodie mit eingebaut hat, okay, das sehe ich ein, aber so ein Stück, jedes Stück sieht doch anders aus. Wieso konnte man einfach sich hinsetzen und sagen, hey, wir spielen jetzt mal Blues in F. Und dann spielten die Blues in F und wir wussten ganz genau, was sie zu machen hatten. Und das ist heute das Thema, was wir haben. Und das hat natürlich halt eben mit dem zu tun, was ich euch letzte Stunde schon mal so ein bisschen in Auge, was ich eingeführt habe, wiederholt habe, und zwar die Verwendung von Dreiklängen. Das ist hier das Zauberwort. Und das möchte ich euch mal tatsächlich hier bei dem guten Michael Jackson einfach mal klar machen. Also das Stück wirkt ja unglaublich halt eben durch diesen Gitarrenriff. Dieser Gitarrenriff, den kann ich auch mal vergrößern. Ja, machen wir das mal. Der. So. Da kann man den Gitarrenriff sehen. Ja, vom Rhythmus. Das sieht man vom Rhythmus her. So. Was spielt die Gitarre? Nur die Gitarre spielt tatsächlich diese vier Akkorde, die da oben sind. Und das ist ein E-Dur-Akkord, da kann ich euch jetzt schon sagen, und das müsstet ihr eigentlich auch können, ihr müsstet wissen, dass das ein E, ein Gis und ein H ist in der Gitarre. Und das sieht natürlich freakig aus. Das ist eine E6, Sus 4. Nun, ich versuche hier mal am Klavier zu spielen. Und zwar ist das ein E-Dur-Akkord. Gucken wir mal, E-Dur-Akkord. Ich mache ein bisschen lauter. E-Dur-Akkord, dann kommt die 6 dazu, die 6, das ist ein Cis. Und dann wird noch aus der Terz Sus 4, aus der Terz wird die Quarte gemacht. Ne? 4 die Quarte. Das heißt, ein Sechstakkord, wo die Terz noch zur Quarte gemacht wurde. Das ist dann dieser hier. Und das würde dann klingen, wenn ich das so spielen würde. Ne? Kann man so ganz doof andeuten am Klavier nur. Ne? Machen wir mal. Also ein bisschen G. Ne? Wenn ihr das geht, auf der Gitarre klingt es natürlich super geil. Auf dem Klavier ist es ganz schwer anzuhören. Wenn man so ein bisschen sich reinhört, merkt man da, 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 da. So, aber das ist tatsächlich, hat mit dem Blues gar nichts zu tun. Aber der Rest, schauen wir uns das mal an. Wir vergrößern wieder. Ich hoffe, ihr könnt das alles schön sehen. So. Black or White. Okay. Wir tun jetzt mal so, als wenn wir diese extrem kniffligen 6 plus 4 Akkorde gar nicht hätten, sondern betrachten nur Großbuchstaben. So, dann haben wir im ersten Takt ein E. Im zweiten Takt auch ein E. Im dritten Takt ein E. Alles E-Dur. Wir betrachten nur die Großbuchstaben, das sind alles Dur- oder Sus-Akkorde, ne? Aber alle auf E. Auf E. So, ein Takt E, zwei Takt E, drei Takt E, vier Takt E. So, jetzt wechselt er auf A. A.
auch da steht wieder, ich umkreise das mal, falls Sie es nicht lesen können, da steht A, ich mache das mal groß, A-Dur. Hier wechselt er wieder auf den E-Akkord. Hier bleibt der E-Akkord. Hier wechselt er auf den H-Akkord. Bitte englische Schreibweise. Englische Schreibweise, wenn da B steht, ist das unser H. H-Dur. So, hier wechselt er auf das A. Und hier ist er wieder auf den E-Dur-Akkord. 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 So, ich spiele euch jetzt mal die Melodie mit den ganz vereinfachten Gitarrenakkorden vor. Also, ich betrachte jetzt tatsächlich nur das, was ich in Rot geschrieben habe. Der akkordischen Begleitung zurückgeführt. Ihr habt gemerkt, wahrscheinlich habt ihr es gemerkt, es gibt so gut wie keine Blue Notes drin. Nur eine einzige, da unten, da bin ich noch nicht mal sicher, ob ihr die tatsächlich so singt. Das ist so die entsprechende Blue Note auf der 7, ne? Die sozusagen Z-Blue Note. Die Terz-Blue Note, das wäre ein G, weil wir in E-Dur sind, kommt nicht einmal vor. Und er singt es auch definitiv nicht. Wenn ich das jetzt mal, ich habe euch mal gesagt, manchmal ist die Notation ein bisschen zweideutig. Aber wenn ich jetzt mal da oben ein G spiele, dann merken Sie sofort, das könnte vielleicht Blues sein. Aber das macht er definitiv nicht, keine Frage. Er singt ein Gis. Er singt ein Gis überall. An der Stelle, oh, habe ich mich gerade vertan, sorry. Nur an der Stelle ist natürlich nicht die 7, das ist natürlich die Terz. Ah, ein kleiner Fehler von mir. Das ist natürlich die, doch die Terz Blue Note. Aber nur ein einziges Mal, ganz am Ende, an der Stelle. An der Stelle. Und da könnte man sogar sagen, damit wird aus dem A der Sekt-Akkord. Ich habe letzte Stunde schon gesagt, Sekt-Akkorde sind sehr wichtig. Okay, hier haben wir tatsächlich, vielleicht wenn wir von der Melodie ausgehen, den ersten ganz, ganz, ganz leichten Blue Note-Anklang. Aber die ganzen Takte vorher, nix, null Blue Notes, null Blues. Wenigstens halt eben, was die Melodie angeht. Okay, halten wir fest. Wir haben vier Takte E, zwei Takte A, zwei Takte E, ein Takt H, ein Takt A und wieder vier Takte E. Ha? So, das schreiben wir uns mal auf. Los. Ja, ich habe mal hier angeschrieben, Akkordfolge von Black or White. So, wenn ich das jetzt mal aufschreibe, dann sah das folgendermaßen auf. Wir hatten einmal E, zweiter Takt E. Dritter Takt E, vierter Takt E, dann ging es aufs A, zweimal, dann ging es wieder aufs E, zweimal. So, dann hatte er ein H, ein A, ein A und den E-Dur-Akkord und zwar das Ganze dann viermal. Viermal, ne? Viermal, ne? E, 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 A, A, E, E, B, A. Viermal E. Das klang dann so. Also, die Akkordfolge, wir haben dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 und 4, 14 Takte. 14 Takte. So, jetzt vergleichen wir das Ganze mal mit einem Stück aus den 50ern. Und zwar Bill Haley, unser See You Later Alligator.
So, ihr könnt die Akkorde dann nicht sehen, deswegen schreibe ich sie rein. Das ist ein Auftakt. Wir haben hier G, wir haben hier G, wir haben hier G, wir haben hier G, wir haben hier ein C, ein G und ein G. Hier kommt das D, das bleibt D. Hier haben wir ein G und hier oben nochmal, oh, steht schon, ein G. So, wenn ich das jetzt mal in unser System reinschreibe, see you later, Alligator.